Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring mit Tyron im Koop-Let's Play. Neue Aufnahmesession. Aloha. Leider noch große Last. Ich habe schon die Ausdauer so weit wie möglich geskillt. Aber die Rüstung, die frisst. Ich habe einfach trotzdem mit dir gespielt. Du kannst ja trotzdem dodgen, aber es ist halt Abfuck. Aber sie sieht halt geil aus. Und man schluckt deutlich mehr. Ja, Unterschied ist schon krass. Auch. Also man merkte schon, dass es einen Unterschied gibt. Das ist ja zu erwarten. So. Genau, hier haben wir ja aufgehört. Es gab jetzt hier noch die Möglichkeit, dass wir links uns das noch angucken auf dem Plateau hier. Diese Ruinen da bei der Gnade. Da genau. Der Turm da eventuell. Ja, mal ja komplett Rundgang. Und dann mal langsam gucken, dass wir echt mal Norden weitergehen. Haben wir schon echt ganz schön lange hier unten gegammelt. Ja, Digga, wir müssen uns erkunden, wir müssen ja Zeug finden erstmal. Es müsste doch so eine Statistik geben, wie viele Bosse man schon gelegt haben. Also wir haben ja schon sehr viele getötet mittlerweile. Auf jeden Fall habe ich mir ja auch nochmal umgeschaut, Alter, und es gab hier so viel heißen Scheiß, den wir einfach liegen lassen haben, ne? Bei den unerkundeten noch Gebieten noch. Beispiel Ding. Für die Arzneimischung. Eins, was einfach eine konstante Lebensregeneration macht, und zwar eine richtig gute sogar, also fresh, und die hält ewig, Alter, die hört gefühlt gar nicht auf. Dann eine Arzneimischung, die macht, dass du einen Hit keinen Schaden bekommst. Oder nahezu keinen Schaden. What the fuck, Junge? Ach, wieder so ein Drecksviech. Der Schaden, Digga, ja moin. Alter! Okay, das Viech hat irgendwas gezogen, Alter. Ja, gegen Swans haben wir auch schon mal im Seenland unten gekämpft. Aber die waren ein bisschen kleiner, oder? Nee, der war genauso groß. Nur hat er sich nicht teleportiert. Aber kein Problem. Boah, 5000 Seelen fast. Nice. Und ich habe einen Zauber gefunden, den brauchen wir, ne? Den brauchen wir. Den müssen wir uns komm mir was wolle holen. Ist mir scheißegal. Weißt du, was dieser kleine süße Zauber macht? Der kostet 12 FP-Punkte, also echt fast nichts. Und der heilt einfach so Vergiftung und Scharlachfäule. Den brauchen wir, ja. Weißt du, wo der ist? Willst du wissen, wo der ist, Nigga? Das ist ein bisschen peinlich. Das war, warte mal, wo war das genau? Hier. Einfach so mitten im Feld, das ist ein kleines Lager mit so Feuerkultisten. Ja gut, aber da waren wir ja auch noch nicht überall. Ja, aber ich weiß, deswegen meine ich ja genau die Gebiete, wo wir nicht erkundet haben, Nigga. Genau wo wir nicht waren, da war der heißeste Scheiß von allem. Ich habe ja auch mit meinem Bekenner, ne, warte mal, mit dem Vagabund war das. Mit dem Vagabunden habe ich einen Dungeon gefunden, wo du ja das Uchi-Katana findest, wenn du nicht als Samurai gestartet hast. Das habe ich dann gefunden und ich habe noch einen Dungeon gefunden an der Küste unten. Da findest du dann auch das Schneiderwerkzeug und damit kannst du anscheinend die Farbe deiner Rüstung ändern. Okay. Ja, ich habe es in der Kirche mit dieser Schildkröte war das, wo alle Zauber lernt. Da gab's auch Ding. Goldene Nähnadel. Mit der kannst du die Rüstungen ändern. Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine mit dem Umhang hast, kannst du da den Umhang wegschneiden und die Stats ein bisschen ändern. Oh. Also du kannst die Rüstung quasi abspecken. Dann werden sie leichter, aber verteidigen auch ein bisschen weniger. Ja, vielleicht ist das auch dasselbe, ich habe mir das nicht so genau angeschaut. Oder hast du auch eine spezielle Nadel bekommen, so eine Nähnadel von einem Boss? Ja, dort ist mir einfach so der Ding, lag einfach an der Kirche am Altar da. Bei der Nadel stand, dass sie Ding macht, dass die damit die Gewänder für die Halbgötter genäht wurden. Und lauter so Zeug, Alter. Dann habe ich einfach Saurons Auge als Turm gefunden.
wo, wenn es dich angeschaut hat, ganz schnell zack, 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 Wahnsinnseffekt hochgemacht hat. Oh. Digga, wenn das voll ist, Digga, du bist halb tot und zappelst kurz und schreist rum. Ah, den Wix, also so einen Wixturm habe ich auch schon gefunden einmal. Man muss drei weise Bestien suchen. Das sind so Geisterschildkröten. Dann öffnet sich der Turm. Oh, die jetzt wieder hocken, Alter. Überall, aber nicht da, wo wir sind. Ja. Alter, ich habe schon gehabt, dass eine Schildkröte einfach auf dem Baum gehockt ist, Alter. Oh Gott. Problem ist auch der Suchradius, weil ich immer nicht weiß, wie ausgeprägt er ist. Aber im Normalfall ist immer eine zumindest schon mal in der Nähe direkt. Was ich auch sehr interessant fand, du konntest, drück mal die Karte. Und jetzt geh mal, zoom raus. Die Insel da unten links bei Limgrave. Wenn du bei Limgrave auf die Insel gehst, die große da rechte, genau, da ist auch ein Altar, hier eine Kirche von der Drachenkommunion. Da kommst du über das Dungeon mit der, wo du auch die Nähnadel bekommst mit diesem Werkzeug, kommst du dorthin. Da Okay. ist ungefähr irgendwo die Höhle, wo du gerade warst. Am Strand Ach links. ja, was mir auch noch einfällt, das Ding. Warte mal. Diese eine alte mit dem Wolf. Ja. Weißt du noch? Das ist die aus dem Albaunerik-Dorf-Dinger. Wo Ach, man die die Silmarillion Albonaurix. bringen soll. Ja. Ja. Das kann man ihr geben. Und dann bekommt man die als Asche, als Beschwörung. Und man soll ihr helfen, zum Halligbaum zu kommen. Und wie es da weitergeht, weiß ich nicht, weil ich noch nicht dort war. Der Halligbaum ist irgendwo ganz im Norden. Digga, ich habe keinen Plan, wo die Viecher sind, ne? Scheiße auf die Schildkröten erstmal. Da wird ja wahrscheinlich nichts Überkrasses drin sein, oder? Kein Plan. In dem Turm weiß ich, war ich ja nicht. Die Gnade haben wir ja hier, kann man jederzeit noch hingehen. Oder ich habe auch ein Schild gefunden, das einfach ein riesengroßer Schildkrötenpanzer ist. Und der hat voll einen heftigen Effekt. Wenn du, also heftig. Wenn du den, seine Fähigkeit aktivierst, dann boostest du den quasi. Dass du noch krassere Schläge wegkotzen Bestimmt kannst, gibt's wegschlagen das auch kannst. als Rüstung, irgendwie so ein Schildkrötenpanzer. Na, das könnte Dass du gut auch so sein. fett bist dann. Mut ein Roshi, Alter. Und diese Drecksviecher. Oh mein Das sind irgendwie Gott. so Kristall-Leute. Alter, was schlucken die? Ja, das ist Ding. Die haben so eine Rüstung. Das sind ja so Kristall-Leute. Aua. Dort, 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 dort. Scheiße. Ja, nach ein paar Schlägen geht die eigentlich kaputt, dann schlucken die gar nichts mehr, aber die hat geschluckt. Wenn ich die Handschuhe aussiehe, dann geht's doch. Ich weiß nicht, das Ding ist offen. Ich denke mal, zwei, drei Level nochmal in Ausdauer rein, dann geht's vielleicht. Ja. Und ich spiele ja mit meinem Charakter auch richtig mit Magie jetzt, ne? Ich habe ja Bekenner genommen. Ja. Und Digga, ich habe so einen heftig geilen Zauber gefunden. Ich weiß mal, wie er hieß, aber mit dem mache ich, dass ich so gelbe Flammen aus meinen Augen schieße. Und es ist richtig heftig, Digga. Ich mache erst so eine Animation, wie ich mir ins Auge packe und so, Digga. Wie Sharingan. Hab so eine flaue gelbe Flammensymbol um mein Auge. Und dann tue ich einfach so ein Sperrfeuerhagel an Geschossen aus meinem Auge rausrotzen, Alter. Okay, ich scheiß auf die, die bringen auch nicht viele Seelen. Ich wollte die nur töten. Von denen gab es auch einen Bossfight, wo ich gefunden habe in der Höhle.
du Scheiße. Es ging, da war es nämlich nur eine. Und ich glaube, zu Fuß sind die auch einfacher. Weil das Pferd, Digga, das Movement mit dem Pferd. Ich habe mich jetzt schon wieder so aufregen müssen wegen dem Pferd, weil ich hasse es. Ich verabscheue es. Ich kämpfe sogar gegen Drachen ohne Pferd, ne? Weil es einfacher ist. Bei den Drachen, ich habe eine Strategie, die sind so baby einfach, ne? Also so baby einfach. Zum Beispiel auch der eine Angriff, wo sie in die Luft fliegen, ne? Der hat mich noch nicht getroffen, noch nicht einmal. Weil das so einfach ist. Weil du reitest ja immer ganz schnell weg, ne? Ja. Ganz panisch und schreist rum und noch, du bist Drache. Und schreist rum, oh nein, zu spät, zu spät. Du musst aber auf den Drachen zurennen. Und halt schauen, dass du notfalls dodgst einfach, weil dann ist er total easy. Alter, wie viel von denen hocken hier? Weil ich hab's bisher jedes Mal gehabt, wenn ich auf den Drachen zugelaufen bin währenddessen, ist er einfach über mich drüber gerutscht, hat mich gar nicht erwischt. Oh, das sieht wie nach einem Siegelgefängnis aus, oder? Ah ja. Ja. Ah, easy Snack. Das Oberhaupt. Ja, ficken mal weg. Ich sag, es ist ein Ork. Ja, ich denke mal, so ein Bluthundritter ist es auf jeden Fall nicht mehr. Ne. Oh, von den schwarzen Klingen, verpiss dich. Assassine. Verpiss dich, ich habe schon zwei Stück davon heute töten müssen. Ich habe auch einen davon schon mal getötet. Ja, ich habe nämlich einen töten müssen, der hat sich permanent getarnt. Der war permanent unsichtbar. Jetzt überleg mal, wie willst du gegen so einen Bastard kämpfen, der permanent unsichtbar ist und so rumhupft? Der hat mich gefickt. Der hat mir meinen Arsch aufgerissen. Aber weißt du, was die Rettung war? Hm? Die Halbmenschen. Weil Beschwörungen visieren den an, auch wenn er unsichtbar ist. Die schauen den immer an. Au. Oh. Digga, der schluckt aber viel mehr wie die anderen. Tot. Aber was noch besser war, war eine Beschwörung, die ich gefunden habe. Und zwar habe ich so einen Raum gehabt, da war, ich glaube, ein löwenartiges Scheusal und wieder so eine alte drin, die Parfüm immer rumschießt. Was so brennt wie im Albinorikdorf. Und von der habe ich dann die Beschwörung bekommen, wo ich die besiegt habe beide. Und die ist so heftig, Alter. Die boostet dich, wenn du in ihrem Parfüm drin bist. Dass du so ultimative Schadensreduktion bekommst, also fast keinen Schaden nimmst. Ganz kurz mal, mit dem Katana habe ich auch schon gekämpft, als ich gefarmt habe. Das ist unglaublich geil, das ist der Mutschleier. Ja. Ich tue ja meinen One auch mit beiden Katanas kämpfen. Mit der Meteorklinge und dem Mondschleier. Abwechselnd. Das eine ist halt krass wegen Magie und halt... Okay, es hat nicht getroffen. Wegen dem Schockwelle. Und der Meteor ist halt... The fuck? Ist krass wegen Ding. Einfach den blanken Schaden von sich. Deswegen ist es auch gerade so abgefuckt, ich habe jetzt den ganzen Tag mit der Meteorklinge gespielt, ne? Jetzt wieder mit der Bluthund-Ritter-Klinge, Alter. Aber dann merke ich auch erstmal den Unterschied zwischen Shareplay und normales Spielen, ne? Irgendwie fühlt sich das alles auf einmal ein bisschen irgendwie träge an, Digga, keine Ahnung. Nicht verzögert, sondern fühlt träge, ich weiß nicht. Ganz komisch. Na, das sagt dich gut. Ja. Geht mir hart auf den Sack. War ja auch noch rumhüpft wie ein Beyblade. Boah! Oh mein Gott! Digga, die Blutung ist real. Verpiss dich!
Au. Dieser Token müssen wir auf jeden Fall schon mal aufpassen. Ja. Das Ding ist ja eine Meteorklinge, ne? Dieser Effekt, den er ja hat, dass er ja den Gegner leicht aus dem Gleichgewicht bringt, ist total OP. Es ist so lächerlich OP. Gott. Dass du halt damit gefühlt jeden Boss tot bummst, aber die andauernd stunzen, wenn du das gut erwischt. Der ist heftig. Ja. Ich wünschte mir, ich hätte mit dem Meteorklinge hochgelevelt. Aber der, jetzt überlegt mal, der, aber unsichtbar. Komplett unsichtbar. Arschkarte vorbei. Was willst du machen? Wir können ja hier nicht beschwören. Na, scheiße. Siegelgefängnis geht es nicht. Mit dem hast du halt echt nicht viel Zeit, um anzugreifen, wenn das Fenster sich öffnet. Das Anstrengendste ist halt, dass es so schluckt und mit dem Angriff halt einen einfach komplett tötet, Alter. Ich glaube, aber hier musst du die Sprungangriffe machen. Da ist er auch immer kurz gestunt, wenn du ihn erwischt. Immer wenn er so den Combo beendet hat. Der Angriff hat mich am meisten getötet gerade, ne? Das ist ein Griff. Bei dem packt er dich einfach und stützt dich auf. Digga, schau dir den Beyblade an, Alter. Ja. Aber. Gut. Radans Rüstung, mehr wie drei Viertel Leben. Er erwischt nicht mit dem Griff, tot. Tot. Da fühlt man sich, als wäre man immer noch ein Anfänger. So wie der mit uns hier spielt. Einfach tot. Och Mann, ich hab schon zwei Stück davon heute bekämpft, Mann. Also war ein widerlicher Gegner. Verbußen soll ja echt widerlich. Au. Oh. Wie er auch unser Leben wegzieht, dass wir kurzzeitig weniger Leben haben. Also da fehlt ja wirklich ein Teil von der Leiste oben. Ja. Es ist auch dasselbe Scheiß wie mit Ding. Wie mit den Gargoyles. Oh. Nee. Nee. Doch. Oder? Ja, doch. Nee. Nein, doch. Nee. Nee. Ja, doch. Nee. Ja, wenn der dich halt mit dem Angriff erwischt, dann bist du halt tot, Digga. Dann ist halt vorbei. Ja, doch, das ist ja bei den Gargoyles auch gewesen. Mit der Axt, ja, ja. Der Gargoyle war das und wer das ja auch gemacht hat, war ja der Godric, der hat ja auch so einen Move gehabt, dass da alles das so richtig am Schlitzen war, an Ort und Stelle. Ja, aber da hat dich halt nicht wenigstens komplett getötet damit. Ja. Aber Godric ist auch scheiße ohne Ende. Also in meinem One, der mit dem Standard-Breitschwert habe ich den so gefickt, Alter. Normal, wir sind auch besser, ne? Ja. Ja, aber trotzdem irgendwie peinlich. Vielleicht nochmal den. Oh, tot. Oh! Das macht einfach genauso viel Schaden, wie es bei mir noch gemacht hat, ne? Genau drei Viertel. Etwas über drei Viertel. Der ist so schnell, der Wichser. Nein, 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 ich bin auf der leeren Flasche drauf, Mann. Er will unseren Arsch.
Ja, Magie. Alter, ich hasse dieses Menü immer und immer noch, ne? Wenn ich mitten im Kampf bin und dodgen muss, ich pack das nicht. Zwischen den Dingen halt zu wechseln, ich verduck mich andauernd. Ich war jetzt fünfmal auf der Flasche drauf und hab fünfmal weitergedrückt, versehentlich, weil ich gestruggelt hab. Meinst du, den kriegst du, den Peach? Hab keine Ahnung. Wenn dann scheißen wir es mal auf den. Der schluckt irgendwie schon noch ein bisschen hart. Müssen wir halt später wiederkommen und dann seine Rosette zerschnibbeln. Ach, dann vergessen wir, wenn wir wiederkommen. Hust mich jetzt einfach scheiß drauf. Der eine kleine Hit hat uns halt getötet. Also den Boss, das ist einer der ein wenigen, wo ich gar nicht mag, ne? Der keinen Spaß macht. Der ist einfach unfair. Er ist jetzt Weißt einfach der so macht. der Bossmarkierung hin und lass weitergehen. Der macht halt einfach diesen Dash, Digga, across der Map und fickt einen damit. Was soll man da machen, Digga, überhaupt? Komm einfach wieder hin, wenn wir noch ein bisschen stärker sind. Mehr Leben und Ja, so Digga, haben. der kann es dann du machen. Mach ich nicht. Ja, dann mach ich ihn dann halt. Ja. Kein Problem, wenn wir stärker sind, dann kriegen wir das schon hin. Wäre schon kein Bock mehr auf dieses hohen Fickviech, Alter. Das geht mir so auf die Eier. Und Ah, wenn du ja. wüsstest, was ich vorhin für Schmerzen wegen den Hurensohn hatte, ne? Mich nur auf meine scheiß Halbmenschen zu verlassen, dass ich überhaupt in die richtige Richtung schlag. Und dann dodgt er die ganze Zeit. Mein Gott, ist das Was ist schrecklich. jetzt der Plan? Lass uns jetzt mal endlich im Norden weitergehen, ohne Scheiß. Das ist, glaube ich, unten gewesen, das Dorf. Ja. Ja. Das ist die Map. Was hast du so eilig, dass du unbedingt in den Norden willst, Digga? Will Lass uns endlich mal erkunden. weitergehen. Du warst doch der, wo er immer gelabert hat. Ja, jetzt mal erkunden, jetzt mal erkunden. Ja, Was hast Digga, du, Digga? wir haben doch schon voll viel hier gesehen. Ich möchte jetzt mal weiter. Ja, hier gibt's doch noch mehr zu sehen, Digga. Was hast du, Ja, aber das Alter? kann man doch später uns auch noch anschauen. Ja, wir können später auch noch in den Norden. Ja, das ist aber was Neues, Digga. Hier rennen wir schon die ganze Zeit rum. Ja, gibt's auch viel Neues. Digga, der hat doch so eilig in den Norden zu kommen, Alter. Er will schon gar nicht mehr, dass ich den Boss weiter tue. Hauptsache es geht weiter in den Norden dann. Du kannst es weiter versuchen, wenn du willst. Ja, nee, ich merke schon, wie horny du bist, Digga. Wie, du kannst schon gar nicht mehr einen Dödel in die Hose lassen, Digga. Beruhig dich jetzt mal. Der ist schon lange draußen. Ja, ich weiß. Pack das Ding da weg, es sind Kinder anwesend, du Dreckschwein. Digga, wie die mich gerade bumsen die würde, ne? Ach ja, ich war ja auch in der Area, im Anwesen von Schloss Karkaria, oder wie es hieß. Ja. Die Hände. Der. Ich habe mich sogar noch erinnert, wo die Hand war, die große erste, die dich gepackt und gefingert hat. Ja. Ich habe sie sogar gesehen und habe aber nicht gecheckt, was für eine riesen Hitbox es hat. Ne? Die hat mich einfach gepackt. Die hat mich fast 200 gemacht. Das ist auch so Kack 4. The fuck, Alter. Ach, das sind wieder diese. Ja, das ist doch, glaube ich, wegen den Sternen. Ist doch das jetzt hier so. Ich gedacht, dass wir hier einen Stern aufheben können. Ach ja, wir können ja zu Also. der oberen Markierung gehen, wo du gesagt hast, dass wir da den Zauber kriegen, um die Sachen zu entfernen. Da müssen wir doch nur über die Brücke da Ja. reiten. Ja. Oder, ja doch, da konnte man ja Ja rübergehen. gut. Ja, ich glaube schon. Wenn er halt einfach auf die andere Seite drumherum reiten einmal. Das können wir holen, weil das ist eigentlich schon nützlich jetzt für den Rest. Digga, das ist der beste Zauber im Spiel gefühlt. Wir wissen ja noch, was noch alles kommt. Ja, überhaupt das Ding, dass das einfach so billig Scharlachfeuer erhält, ne? Allein das ist, ja, das ist ein Kriegsverbrechen. Dirty Deeds, dann dort schieber man nach ihm. Ja, da ist es schon. Das kleine Kackding hat eines der besten Heilzauber im Spiel. Das ist so Einfach geil. casual weggefickt mit einem Schlag, Alter. Das ist so geil.
Wenn du vom Pferd abspringst, dass du einfach direkt ein Ding angefangen kannst. Ja, Flamme heile Flamme mich. heile Da mich, ist Digga, es. das sieht aus wie der Gruß hier, der Salut von den Aufklärungstrupp. Ha. Was macht der? Der macht Gift, Scharlachfeuer und so weg. Gift und Scharlachfeuer heilt er. Ah, okay. Und hier noch ein cooler Emote. Mach mal den Zwar. Zauber. Ich möchte mal sehen, was der da macht für den Poser. Nee, ich zeig dir jetzt erst mit deinem Emote. Ja. So, warte mal, ich muss ja wieder zu einer Gnadö dafür. Ich glaube, weiter unten gab es auch nochmal so ein Lager und ich glaube, da gab es den Feuerblick, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Benutzt du aktiv die Elektrowaffe und, oder die Welle oder. Die Welle kannst du, glaube ich, wegmachen. Ja, ich fand die Macht eh nicht auch so viel eigentlich. Schaden, weil wir ja auch Ja. gar nicht so geskillt sind drin. Ja. Digga, wir haben sogar einen Zauber gegen Todespeste, ich gerade einfach so random. Das, ja, stimmt. Eins nur gegen Gift, aber. Ha. Ha. Tja, was ist denn das hier alles noch? Ah, die Steinsplitter von Dungfresser. Schlaf und Wahnsinn, Digga, wir können fast alles heilen, theoretisch, what the fuck? Tja, ich struggle immer noch unter Steuerung manchmal. Das geht echt klar. Ja. Und dafür halt Scharlachfäule und Gift weg. I really appreciate that. In der Höhle geht's auch nochmal nach Norden, ne? By the way, ins Altus Plateau. So. Willst du jetzt unbedingt in den Norden? Willst du das jetzt richtig geil machen? Du kannst auch jetzt von der Position, wo du bist, einfach den ganzen Weg nach Norden mitnehmen, den Rest da. Ist ja nicht mehr viel. Gut. Dann markier dir da Dann den treffen Baum wir. und das alles, was da ist. Da wird Dann bestimmt auch treffen wir noch irgendwo ein dann. Dungeon sein. Ja. Hier. Da ist nochmal so ein Assassinen-Bastard drin. Da ist noch eine gute Höhle gewesen. Da ist auch noch eine Und kleine Festung wieder. da ist eine Oder Ruine. Kirche. Eine Ruine, da war eigentlich nur Scheiße, glaube ich. Also nichts Nennenswertes. Und da ein kleiner Turm mit einem Rätsel. Heißt, ich gehe zuerst. Sophia. Dieselbe Route, wie ich es vorhin genommen habe. Ich erkunde eigentlich genau das gleiche gerade nochmal, ne? Was ich vor einer Stunde oder so erkundet habe. So aufopferungsbereit bin ich. Ach ja, mein One, ne? Ist er die sauberen Seelen tot. Oh. Ich hab's ja irgendwie in so einem random Dungeon wiedergefunden, wo es an die Wand gekettet war. Hab aber nicht gecheckt, dass es sie war. Ich dachte, das wäre irgend so ein random NPC, den ich vielleicht frei schlagen kann. Aber hat nicht funktioniert. Dann ist Akku geworden, hat während sie gefesselt war, diese Magiedolch auf mich geschossen und dann habe ich es umgebracht. Aber ich habe von Blade die Quests jetzt gemacht. Also die Vorquest mit dem Blut und Ritter und alles. Bist voll wieder voll dabei, die Rani-Quest Oh, da durchzurabern. rechts ist das Viech. Ja, davon gibt es mehrere. Stimmt, das können wir ja mal kurz machen. Davon habe ich jetzt schon 4 Stück oder so gefunden. Alle hier im Limgrave und Leonia, ne? Nur mal so. Ach, das war das Viech, wo ich nicht wusste, wie man es down bekommt. Diese Viecher haben an die Beine so weiße Krusten eigentlich, die man abschlagen kann. Und dann bricht es irgendwann zusammen, aber bei dem hier wusste ich nicht, wie es geht. Schalibu ist irgendwo am Körper, das wo man drauf schießen muss. Habe ich auch schon geschaut, aber ich habe da echt nichts gefunden. Oder Aber bei man muss dem von oben ist. irgendwie drauf springen. Habe ich auch versucht mit der Luft da hinten. Ich habe es nicht rausgefunden. Aber davon gibt es auch mehrere. Die haben einen Effekt, ne? Das ist schon ein bisschen cool. Ein bisschen Abfuck. Ein bisschen krass. Und zwar kannst du einfach so ein Echo, eine Seele der Großen kopieren. Okay.
Also du kannst einfach so, auch wenn du es schon benutzt hast, wenn wir jetzt zu den Dingen reinkommen würden, könnten wir uns einfach so eine Kopie von, keine Ahnung, Godwigs Seele machen. Also das Echo, wo wir auch Waffen rausbekommen konnten. Und das halt nutzen, um eine die andere Waffe zu nehmen oder halt Ding, die 25.000 Seelen von ihm. Gut zu wissen. Und es ging, glaube ich, ich habe nicht genau aufgepasst, es ging einmal alle irgendwas. Schon echt heftig eigentlich. Und davon haben wir drei oder vier Stück verpasst, will ich nochmal anmerken. Das war eins davon. Ich war ja vorhin, wo ich gespielt habe, geschockt, Digga. Egal wo ich hingehe, auf einmal sehe ich diese scheiß Dinger überall rumlaufen. Scheiß Lobobs. Die haben mich so abgefuckt, ne? Mit Low-Level-Waffen. Dunkelschmiedstein, Stufe 3. Erstmal umschauen, Alter. Ah, es ist angenehm. Das ist einfach wegzuficken. Alter, diese Minen kannst du da auch so viele Schmiedesteine hier holen. Yes. Hier bin ich links von der. Hier. Bin ich einmal hier einfach durchgelaufen, bin da runtergeflogen. 10.000 Seelen verloren. Aber unsere Insektenfreunde sind nicht hier, die hier rumschießen und so. Ne, hier sind es nur die Wichser. Oh, immerhin. Gott sei Dank. Und die hier sind die neuen Varianten, die es hier gibt. Die schmeißen diese ganze Zeit diese Steine, die sich so aufsplitten. Wie gerade eben der eine. Glücklicherweise macht es keinen Schaden mehr groß. Ja. Die lassen wenigstens das nicht mehr auf den Sack. Ja, und da habe ich mich vorhin durchquälen müssen. Vor allem war ja, oh mein Gott, wie viel auf einmal was geklappt. Hä, Das Schwert war weg. Ich hab grad gedacht, Digga, warum prügelt der mit einem scheiß Schild drauf, Alter, was soll denn das? Rechts ist noch ein Schmiedstein gewesen. Ja, bei mir war hier auch alles voll mit Nachrichten, ne? Stand dann auch einfach springen versuchen bei den Schmiedsteinen. Geben uns mehr Schmiedsteine. Hot stuff, hot stuff. Ganzen Aufzüge, das Ding haben jetzt immer mehrere Wege, wo man lang kann. Also immer ein extra Weg, wo es Loot gibt. Scheint aber auch wieder eine ziemlich große Mine zu sein. Einigermaßen. Die nächste oder übernächste, was wird größer? Oder treffen wir sehr liebevolle Gegner wieder, die ganz schön singen können. Ah.
Das soll ja erst irgendwie so meinen, dass es vielleicht irgendwie Sklaven sind, die versklavt sind, hier rumzubuddeln, aber irgendwie machen die sie ganz gerne. Die haben da richtig Ja, Spaß dran, die Wichser. das sind ja auch irgendwie so komische Steinleute oder so. Warte mal, da war doch, glaube ich, noch ein Weg, oder? Ja, das ist nur eine Abkürzung, wo ich hier ja aktiviert habe. Ach so. Der Aufzug, den ich oben auch vorbeigelaufen Und bin, da hinter dir ist, glaube ich, hinten noch ein dann. Schmiedstein. Ja. Ja. Ach, unsere Marionettenfreunde. Stimmt, da haben wir auch noch einen Zauber verpasst, ne? Und zwar gab es einen. Das war genau, wo ich dir gesagt habe, bei der Bibliothek. Diese Kette, wo man ja hochgefahren ist, ne? In Ja. Plattform. Wärst du die auf der anderen Seite runtergefahren, wärst du einfach in so eine kleine Nebenarea gekommen, wo du die kleinen Marionetten als Beschwörung bekommst. Oh. Die, wo mit dieser helle Barde wie so ein Beyblade rumgespinnt Ja. sind. Die sind bestimmt auch nicht schlecht. Ja, die bearbeiten halt Gegner, die spammen. Mit der habe ich die Renala komplett totgebumst. Es hat keine besondere Fähigkeit, leider. Und die Area hier hat mich zum Kotzen gebracht, Digga. Auch noch hier so ein Riesenficker, der so schluckt. Aber die anderen juckt hier gar nicht. Das war auch so ungewohnt erstmal, ohne die Bluthundklinge zu spielen, ne? Ich habe die bei meinem Run gar nicht abgeholt, gar nicht. Ich nutze die null. Ich nutze ausschließlich die Meteorklinge. Und das ist der Move, den die Wichser auch haben, ne? Wo sie so in den Boden stechen und dann kurz so eine kleine Mini-Explosion kommt. Also ich bin echt überrascht, das Spiel hat es mir so krankhaft angetan, ne? So krankhaft, ich kann nicht aufhören, Alter. Ich habe heute den ganzen Tag einmal nur reingesucht, Alter, holy shit. Wahnsinn. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn die erstmal Shieldbreak sind, dann haust du die halt einfach weg. Aber die Schmiedsteine haben geschmeckt. Ah ja. Ich bin aber überlegen, ob ich vielleicht Pizza bestellen soll, ne?
Peter. Jetzt Peter da. Und dann schreibe ich rein, Spider-Man soll liefern. Aber ich möchte Tobey Maguire persönlich haben. Bully Maguire. Sein schwarzer Anzug. Das soll anfangen mit der Pizza für mich rumzudanzen und mich zu beleidigen währenddessen. Aber das war so geil, mal zu sehen, dass die Magie wirklich was taugt, wenn man Weisheit hochgelevelt hat. Das ist so krank. Das ist der, wer hätte das gedacht, dass wenn man Magie skillt, dass Magie auch gut ist. Direkt verliebt. Direkt verliebt. Beste, was es im Spiel gibt. Mal gut schauen, wie es genau da hochging. Oh. Peter mit Schild. Unser größter Albtraum. Totgefickt. Kein Albtraum mehr. Wir waren einfach nur schlecht. Jetzt mittlerweile, bei meinen waren ja auch, ich habe diese ganzen Ritter, ich habe die alle so tot gebumst, ne? Also, gebumst, die konnten nichts machen, Alter. Ich habe denen dreimal Dinge gegeben. Backstab und dann war vorbei. Und da links war ich auch noch nicht. Durch dieses riesen Haupttor, da denke ich mal durch. Ich bin einfach nur ganz links in die Mine rein und die hat auch irgendwie durchgeführt. Willkommen in Mittelerde. Hab mich verdrückt. Schlecht. Schlecht. Oh Gott. Auge hat mich wirklich noch erwischt. Wegen dieser fetten Drecksratte. Kannst du mal überlegen, oh mein Gott. Kannst du mal überlegen, was für ein Schock das war, wo ich diesen Turm zum ersten Mal gesehen habe, ne? Weil ich erst nicht gecheckt habe, warum ich sterbe. Warum ich auf einmal wahnsinnig werde und rumschreie und sterbe. Ja, und ich habe einen Teleporter gefunden. Ich glaube, das war auch in der Bibliothek. Der hat mich straight in die königliche Hauptstadt teleportiert, ne? Also okay. Ganz, ganz der nördlichste Punkt auf irgend so eine ganz kleine Fläche. Da musste ich gegen einen Riesen kämpfen. Also wieder so einer mit einer Axt, so ein Riesenroboter. Und habe dann einen Talisman bekommen, der andauernde Lebensregeneration macht. Ganz schwache. Und die Map, Nico, die Map ist noch ein ganzes Stück größer, wie wir denken, wie wir es auf unserer Map sehen können. Ja, das habe ich ja am Anfang gemeint, dass die wahrscheinlich noch größer wird. Ja, also riesig, holy fucking shit, Alter. Das ist noch lange nicht vorbei, das Projekt. Ja. Und überlegt immer, wie viele Folgen noch dazukommen, wenn wir dann noch ein New Game Plus machen. Nach dem DLC. Ja. Do it again. Bis dorthin müsste unser Charakter dann eigentlich auch alles können. Ziemlich. Wirklich alles geschult sein.
Wahrscheinlich können wir dann aber trotzdem nichts, weil die verstärkten Gegner uns dann trotzdem totbumsen. Ja, das ist halt dann der Sinn und Zweck, dass man dann trotzdem eigentlich dieselbe Erfahrung macht, wie als würde man das Spiel halt von Anfang an spielen. Dass man Anfang Ja. natürlich sich auch wieder dann erstmal ein bisschen hochspielen muss. Das haben sie ja bei dem DLC, das hat ja auch eine komplett neue Schwierigkeitsmechanik, sagen wir mal so. Weil normalerweise ist es ja hier so gewesen, jetzt in dem Hauptspiel hier, da kannst du da einfach so lange farmen, bis du krass bist, ne? Und im DLC haben sie es so gemacht, dass du nur wirklich stärker wirst, auch wenn du halt wirklich dann auch die ganzen Bosse legen musst. Du musst jeden Boss legen, damit du stärker wirst. Du kannst dich vorher dich tot leveln, damit du dann krass bist und den, quasi den Boss totfickst. Das soll anscheinend nicht mehr so funktionieren. Ja, finde ich gut. Man muss sich dann quasi halt oldschool der Herausforderung stellen. Finde ich gut, ja. Ich meine, wir machen das ja sowieso. Bei uns ist es ja doppelte Krasse, was wir haben. Weil wir Wir haben uns einfach beides hier haben. bisher das Spiel unnötig schwer gemacht. Ja, weil Anfangs wir kennen direkt unter nach den Zorn. Kehle Dinger, also. Aber das war halt auch gut, wir haben halt extrem gut uns gelevelt dadurch. Und Ja, das hat vor uns allem, auch Alter. abgehärtet. Alter, das habe ich auch einfach gleich nochmal meinem Mann auch fast nachgemacht, ne? Ich bin da straight nach Caelid. Und hab gegen diesen Magma Salamander Bastard gekämpft, nur um den das Katana zu bekommen direkt. Mein Gott, war das schlimm. Vor allem dieses Viech, ne? Das tut ja die ganze Zeit Lava alles vollkotzen, ne? Und stell dir jetzt mal vor, die Lava macht One-Hit, die halbe Arena voll macht. Und das Viech macht auch One-Hit. Jetzt überleg mal, du machst auch noch keinen Schaden gegen das Viech. Da kannst du dir jetzt mal vorstellen, wie lange ich auf dieses Drecksviech eingedrescht habe. Perfekt, ohne Schaden zu nehmen. Es war anstrengend. Anstrengender als nötig. Und das mit einem Standard-Breitschwert. Ah, und ich habe ein bisschen privat mal Fortnite gespielt. Weil ich Korra haben möchte. Und, Alter. Solo Fortnite ist ja so zum Kotzen. Ich dachte, ich freck, Alter, ich hab keinen Bock mehr gehabt. So ätzend der Scheiße passiert, Alter. Ich hab's ja auch gemacht. Die ganze scheiß Aufträge fertig und direkt wieder ausgemacht. Ja. Ey, mir fehlen jetzt noch ein paar. Ach, hier ist noch so ein Ding, by the way. Mir fehlt. Was war. Also ich habe die erste Seite, glaube ich, sogar fertig jetzt komplett. Ich habe Normalkocher frei. Mir fehlt halt für die andere noch Ding. Schon vergessen, was ich machen musste. Oh, da sind die Brocken dran, die ich meine. Meine Fresse. Ah, da klappt das zusammen.
Ah, es kann einmal pro Mausoleum gemacht werden. Und pro Echo, anscheinend. Nee, in jedem Mausoleum ist ein eigenes Echo jetzt. Das erste, wo ich hatte, hatte Godric und das zweite, wo ich gemacht hatte, hatte gar keins. Weil ich zu dem Zeitpunkt nur Godric getötet hatte. Oh, jetzt können wir von einem von den beiden halt das Echo einfach so nehmen. Angeist. Fand ich cooler. Ja, das andere Viech war eine Missgeburt. Das war so scheiße, war das. Es war halt nicht aber schwierig oder sowas, aber die Angriffe waren halt das so ätzend mit seinen Wegporten und so. Ja. Stimmt, von hier aus gab es dann keinen Weg wieder hier rüber, Alter. Warum müssen wir zweimal hingehen? Weil das hier unten ist auch nochmal einfach nur eine Schlucht. So nervig, diese Area hier. Also nochmal an den Sauron-Turm vorbei. Let's go. Er ist schon ganz deprimiert. Er will unbedingt in den Norden. Er will endlich weiter. Ich Dreckschwein halten hier fest. Und tu. Erkunden? Ich Arschloch. Währenddessen tut er schon seinen ganzen Stuhl heimlich zerfetzen und rumschreien, wenn er sich mutet. Nee. Er sagt am Mikrofon nie, aber wenn er stumm ist, Alter, boah. Das kann gar keiner verstehen, was er da sagt. Meine Fresse. Halb verrichtet. Pferd ist auch schon wieder fast tot. Das ist ja so lustig, ne? Die Rani, ne? Ist in ihren Turm oben. So viel freundlicher, wenn du es am Anfang schon begegnet hast. Und sagt dann sogar so, ja, sie freut sich drüber, dass es ihr unserem Pferd gut geht und so. Irgendwie schon lustig, Alter. Aber Rani ist halt eine Ehrenfrau, ne? Ehrenpuppe. Ein Püppchen. Aber dann ging es ja nicht hoch. Aber mal erst das da hinten. Den werde ich gekonnt ignorieren. Ah, hier muss man jetzt ein Rätsel lösen. Das Rätsel, das ist fantastisch. Man muss sich einen hässlichen Kopf anziehen. Und ach, den Emote haben wir, glaube ich, gar nicht. Noch nicht. Scheiße. Ja, hier müsste man einen Emote benutzen, Digga. Und zwar gab es doch diesen einen Ritter, den einen Magier, den Tops. Der war, wo war der? Hier unten. Nee, das war Latena. Hier. Da. Der Zauberer Tops. Den konnten wir unseren Schlüssel überreichen von der Akademie. Den Schlüssel dazu. Und er lernt einen dafür den Emote, mit dem er dann die Tür hier öffnen kann. Und ich glaube, hier im Turm, was waren da drin? Ich glaube, ein fetter Zauber. Ne, zwei fette Zauber waren das. Aber ich glaube, die können wir eh nicht nutzen. Die haben Weisheit. Zweistellig gehabt, zweistellig plus, Alter.
Auge der Bestie zittert. Was? Keine Ahnung. Ja, da kannst du dich freuen. Schwarze Klinge hier, ne? Ja, wir machen dann hier in der nächsten Folge weiter. Haut rein. Tschüss. Arrivederci.